Peace, Bruder. Ich weiß überhaupt nichts. Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Was ist hier passiert? Ach, der arme Sammy wurde vom Institut entführt. Dann haben diese Dreckschweine eine billige Kopie von ihm hergeschickt. Erbärmlich. Es hat nicht mal 2 Tage gedauert, bis alle wussten, dass mit ihm was nicht stimmt. Dann haben wir gehandelt und sind jetzt hier. Da fällt mir ein, ich muss herausfinden, wo seine Leiche hin soll. Warum verschwindest du nicht einfach? Gibt's einen Grund, mich... Ich versuche, sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was zu tun, das ich hinterher bereue. Der Spaß ist die Treppe runter. Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Hä? Ich hab nichts zu verschenken. Ja? Du stehst mir in der Sonne, Mann. Du wieder. Ist wohl mein Glückstag. Was gibt es? Nichts. Ich lass dich dann mal wieder in Ruhe. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Rat. Du bist gekommen. Ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Was brauchst du da? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist los? Wie du mich angehst. Ich wollte damit nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, sondern wollte es nur erwähnt haben. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier im Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Wenn du noch nicht in Grey Garden...
Planeten warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja? Hi. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Dein Geld. Alles. Und zwar schnell. Ja, ja. Ich kenne das schon. Das ist nicht mein erster Überfall. Hier. Und jetzt verschwinde endlich. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Sie haben mir nicht viel gesagt, Vortec. Es sollten nur alle ihre Formulare ausfüllen. Und ich sollte ein Sandwich für Statement. Der Räuber. Hey, ich hab gezahlt. Also verschwinde. Carla. Der Räuber. Hey, ich hab gezahlt. Also verschwinde. Cool. Immer schießt auf uns! Ich bin blind!
Warst du schon mal in Diamond City? Gib gute Nudeln da. Aber die Leute sind Arschlöcher. Ich hab dein Kostüm kennt und ein paar Extras, die dir gefallen könnten. Da ist es. Prachtvoll wie auf den Plakaten. Das Silver Shroud-Kostüm, wie es leibt und lebt. Und Fanartikel auch? Du bist was Besonderes. Zusammen mit meiner Waffe ist jetzt alles bereit. Hier, bitte. Nach so vielen Jahren ist Silver Shroud wieder da. Aber da ist noch ein Problem. Ich bin einfach nicht wie Silver Shroud gebaut. Ich könnte Red Reinhardt oder sein Butler Jarvie Blake sein. Shroud ist stark, geschickt. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich habe eine bessere Idee, wer es tragen sollte. Bist du bereit, Silver Shroud zu spielen? Du hast deine eigene Herkunftsgeschichte und alles andere auch. Das mit dem Cryo Vault und so. Wenn ich das mache, will ich einen Zuschlag. Shroud wird von Gerechtigkeit... Sieht so aus, als wäre ich perfekt geeignet. Das Kostüm und die Knarre gehören dir. Du sorgst in God Neighbors Straßen für Ordnung und ich gebe dir per Radio alle Verbrechen durch. Hier sind ein paar Visitenkarten. Wenn du für Recht und Ordnung gesorgt hast, musst du sie zurücklassen. Dann wissen alle, dass Silver Shroud zurück ist. Auf in den Kampf gegen das Verbrechen! Silver Shroud Fans, eine einmalige Ankündigung. Silver Shroud kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreien. Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selmy samt ihrem Kind ermordet hat, wegen ein paar lausiger Kronkorken. Der Tod ist hinter dir her, Wayne. Was ist da gerade passiert? Galaxy News Radio. Das Böse, die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist... Unser guter Freund Jerry ist hier. Ist das Ding an? Hallo? Hallo? Ist an. Wir sind auf Sendung. Was glotzt denn so? Oh, Mann! Hey. Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Scheint genau der richtige Ort für mich zu sein. Geht manchmal etwas wild zu, aber ist immer noch besser, als sich hinter den Mauern von Diamond City zu verkriechen. Das ist mal sicher. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen, halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich repariere meistens irgendwas im Hotel Rexford. Oder ich trinke diese Plörre von Charlie und Third Rail. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Ich könnte Arbeit brauchen, aber es kommt drauf an, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Na klar. Wie wäre es mit... Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Das hier ist nicht unbedingt die sicherste Gegend. Wie wäre es mit einer Gefahrenzulage? Auch wieder wahr. 300 Kronkorken plus Bier. Und, übernimmst du den Job? Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe, dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Kamille. Schmerz. Ekstase. Das kann nur das Gemach der Mysterien sein. Sei still, süßer Schrank.
Ich habe die Kugel dieses Killers entfernt, aber du hast noch immer Fieber. Scheiße! Wo kommt das da? Macht sie alle! Bringt Recht und Ordnung nach Good Neighbor. Schorken, seht euch vor. Und jetzt eine Eilmeldung. Die bösartige Killerin Kendra wurde kürzlich im Third Rail gesehen. Dieselbe Kendra, die Lil Joes Hütte in die Luft gesprengt und dabei 4 Menschen umgebracht hat. Wenn ihr Silver Shroud in Aktion sehen wollt, bleibt in der Nähe von Whitechapel Charlie. Shroud wird ihn verhören, um rauszubekommen, wo sich die Schurken aufhalten. Galaxy News! Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschreibt. Was glotzt du denn so? Oh Mann, du gehörst doch nicht zu diesen Diamond. Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du im Kopf behalten. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Charlie. Mach Platz für zahlende Gäste. Willst du ein Bier? Wenn's dir... Ich will antworten, kein Alkohol. Was weißt du über Kendra? Hat dir keiner Manieren beigebracht? Scheiß Yankees. Mit Kendra ist nicht zu spaßen. Die Leute, mit denen sie sich abgibt, beißen gern mal ins Gras. Wenn du sie treffen willst, lässt sich gegen eine kleine Gebühr was arrangieren. Ich will sie nicht anheuern, ich will sie töten. Nicht meine Sache. Informationen sind wertvoll. Also bezahl. Kannst du nicht wenigstens ein paar Dinge über sie verraten? Aufs Haus? Verglichen mit anderen Killern ist sie überaus produktiv. Mehr sage ich aber nicht. Hier ist dein Geld. Wo ist sie? Willst du das immer noch durchziehen? Sie wohnt außerhalb des Viertels. Achte auf die kleinen Bengel, die sie dabei hat. Ist ein echt zähes Miststück. Viel Glück. Bereit, an die Arbeit zu gehen. Bobby. Also, es wird so laufen. Du wirst ein bisschen graben. Ich bin dein Mann. Niemand mag einen Arschkriecher. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Bobby bezahlt uns diese Woche. Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meyer-Alerts. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten. Neuer.
Das wär's. In meinem Tunnel los. Der Raum war voller Meyerlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Sag mir einfach, wo ich hin muss und mit wem ich reden soll. Ich wusste, du würdest mir gefallen. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Das Terminal. Da ist nichts mehr. Was denkst du? Was zum? Hab sie gefunden!
was Neues. Nein, es war nicht Bobby Nasenlos, der AJ und seine Leute erledigt hat. Es war Silver Shroud. Seht euch seine Visitenkarte an, wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Es ist endlich soweit, liebe Zuhörer. Die Gerechtigkeit kommt nach God Neighbor. Ihr werdet sehen. Noch mehr Prominenz. Hancock will sich mit unserem Helden Silver Shroud treffen. Worum es dabei auch geht, sei auf der Hut, Shroud. Wir sind bei dir. Galaxy News Radio. Vielleicht schaue ich nachher mal in der Höhle der Erinnerungen vorbei. Vor ein paar Monaten war da dieses Mädchen. Mann, hätte nichts dagegen, die Kurven nochmal zu sehen. Hey, ich will ja nicht rummotzen, aber solltest du für mich nicht auf dem Weg zur Galerie Pigman sein? Brauchst du sonst noch was? Ich suche noch immer Arbeit, falls du was hast. Ich habe im Moment nichts. Tut mir leid. Aber hör dich mal in der Nachbarschaft um. Hier ist immer was los. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, Bürgermeister um das Spiel Hancock? Am Laufen zu halten. Was kann ich für dich tun? Das? Mein Haus. Rate mal, was ich gehört habe. Irgend so ein Kostümfreak macht Good Neighbor unsicher. Und das Beste, ich bin's nicht. Was soll ich nur dazu sagen? Diese Gegend ist krank. Und ich bin ihre Medizin. Du bist einmalig. Als wäre Silver Shroud leibhaftig aus einem seiner Comics gestiegen. Einfach einmalig. Du hast Leute erschreckt. Ein paar Gesichter eingeschlagen. Ich respektiere das. Bis jetzt. Aber ich muss dich was fragen, Sota Freaks. Warum trägst du diesen Anzug? Viele haben versucht, Shroud zu vernichten. Sie sind alle gescheitert. Du hörst einfach nicht auf. Bleib dir treu. Die Typen, die du ausgeschaltet hast, arbeiten alle für dasselbe Arschloch. Und dieses Arschloch will sich ganz altmodisch an dir rächen. Alles klar soweit? Zu deinem Glück will ich Sinjin tot sehen. Er hat zwei Raider-Outfits so verändert, dass sie unheimlich aussehen. Ist ein kleiner Fisch. Aber wenn keiner auf ihn aufpasst... Er wird für seine Verbrechen bezahlen. Vertrau mir. Er hat einiges auf dem Kerbholz. Es gibt eine Spur zu zweien seiner Leute. Smiling Kate und Norvi. Smiley trommelt Leute zusammen, um dich umzulegen. Und Norvi hat einfach die Hosen voll und ist weggelaufen. Hat sich mit ein paar Typen in Prospect verschanzt. Erledige einfach einen nach dem anderen. Bis du weißt, wo der Obermacker steckt. Wenn ich Sinjin beseitige, hilft dir das auch. Eine gewisse Anerkennung wäre angemessen. Ich tue dir einen Gefallen, aber... Wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, indem wir immer nett und fair waren. Kümmert man sich selbst um sein...
keine Probleme. Schütze und Diener. Thank you.
Ich schütze und diene.
so Spielchen mit dir spielen, was? Thank you.
Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für Ihre Mühen. Ich weiß, dass Sie es Ihnen ebenfalls gedankt hätten. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Dabei wirst du Hilfe brauchen. Dessen bin ich mir bewusst. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich möchte verhindern, dass diese Mechanist-Roboter noch mehr Unschuldige töten. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics-Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann.